Wir haben einen ziemlich guten Deal gemacht, durch das, dass wir die Fahrzeuge verkauft haben, die wir ja alle subventioniert gekriegt haben. Also da haben wir eigentlich die Stadt richtig übers Ohr gehauen. Komm ich rum. Und wir davon eben dann schon wieder neue Sachen. Jawohl, das passt. Sehr schön. Und davon uns dann günstigere neue Sachen gekauft haben. Dadurch haben wir mehr Geld sozusagen generiert. Naja, so ist es halt manchmal. Oh, was ich ganz vergessen habe, ist, wir kriegen ja sogar noch eine Subventionierung auf die Schafe, beziehungsweise die Schafsweide. Bis zu 30% hat uns der Bürgermeister angeboten. Von 60.000, 30% wären 20.000. Ich muss mal gleich rechnen, ob sich's mehr lohnt, wenn wir die Schafe subventionieren lassen. Ich glaube, eins kostet 2.000 oder so. Das wären 80.000 und darauf 20-30% ist natürlich effektiver. So, dann mache ich hier gerade mal das Wasserfass voll. Oh. Hydrant im Weg. Hallo? Ah, Volker. Ja, Jürgen, hallo. Hast du gerade irgendwas Tolles gesehen? Nee, noch nicht. Warum? Großes Grünes. Großes Grünes? Ich sehe nur viel Blau. Nee, gerade eben. Hä? Nein. Großes Grünes auf Ketten vorne, Räder hinten. Ah, dein Dings da, ja. Ist jetzt nichts so Besonderes, der Glas. Was? Ja, sieht man doch jeden Tag. Willst du gleich mal, wenn du Zeit hast, vorbeikommen, eine Runde fahren? Zeit? Dann werde ich erstmal keine haben. Ich muss die Schafe dann versorgen, wenn der Knoll fertig ist. Ja, ich bring dir jetzt gleich die Schafweide und alles eh noch runter. Ach, das ist noch gar nicht da. Ich dachte, das wäre schon fertig. Nee. Oh, Leute. Mensch. Okay. Ich glaube, der ist noch am Betonieren oder so unten. Hm, wenn er da ist, ich guck mal dann. Da ist er. Okay, ah ja, stimmt, das sehe ich ihn gerade. Okay, gut, dann erstmal tschüssi. Jo, ciao. Ciao. So. Ja, da steht er wirklich rum. Ich weiß gar nicht, ob ich denn das Mähwerk mit dem Ladewagen gleichzeitig betreiben kann. Ob die Leistung hier ausreichend ist. Wenn nicht, habe ich natürlich einen Bock geschossen. Weil wir müssen jetzt dann, oder ich gehe jetzt dann gleich mal Gras sammeln oder schmähen. Knoll! Ja? Was denn du da? Hört sich ja schrecklich an. Ja, drei Bohrmaschine bräuchte man mal wieder. Was los? Ja. Nix, ich wollte nur wissen, was du da machst. Sieht interessant aus. Ne, ich habe jetzt hier mal Verdichtungsmittel hergeschüttet. Okay. Das Problem ist, wir haben hier nicht genug Dichtungs für das Silo, was du hier bauen willst. Und jetzt schlage ich gerade die Eisen rein. Okay. Das Problem ist, mit dem Schaf, mit der Schafweide.
Ich habe nämlich jetzt das Produktdatenblatt bekommen und die Abmaße stimmen nicht. Wie, das passt nicht, oder was? Nein. Wenn du das dorthin bauen willst, du erstens keine Zufahrt zu anderen Sachen, so Heu und sowas, was du da abladen willst. Okay. Und links kannst du auch nicht mehr hinfahren, wenn du das wirklich dorthin haben willst. Du kannst eigentlich nirgendwo mehr hinfahren, wenn du dorthin. Okay, wo wäre es denn besser? Hier? Hier wird's gehen, wenn wir. Ja, wenn wir diese Bäume hier. Diese Bäume hier wegschneiden. Oh. Aber sie sind ja Förster, also. Naja, nicht mehr im Ruhestand. Und hier nochmal betonieren. Okay. Ich kann das schon machen. Das Problem ist nur, dass der Bürgermeister ganz am Anfang gesagt hat, die Bäume, bevor ich das Grundstück gekauft habe, hat er noch gesagt, die Bäume, die müssen stehen bleiben. Ich geh mal weg, gell? Was hat der Bürgermeister gesagt? Ich hab's nicht genau verstanden. Ich auch nicht. Was war los? Okay, dann kann ich weitermachen, oder? Ja, mach. Ja, passt. Bin nicht da. Ja. Naja, was er nicht weiß, macht nicht heiß. Und dann soll er halt mal weitermachen. Der macht das schon. Och, jetzt kommt der Jürgen auch noch gerade. Moment, dann bleibe ich doch noch mal hier. Stelle ich vielleicht mein Fässchen mal noch ein bisschen weiter auf die Seite. Moin! Servus! Ah, alles fit? Klar. Ich mache mal gerade noch ein bisschen Platz, dass du dann... Achtung, pass auf! Dass du dann hier richtig loslegen könnt. Ach, die Schell. Weißt du, was der Knoll gerade gemacht hat? Hm? Der hat einfach so einen Baum umgesägt. Na klar, ist ein Bauhof. Naja, aber der Bürgermeister hat gemeint, die Bäume, die müssen unbedingt stehen bleiben. Ach, nachher Stubenfräse holt drüber. Ja, ich hab keine mehr, gell? Ich hab die verkauft an den Sepp. Wir haben schon. Okay, dann passt's ja. Gut, stell ich gerade noch das Fässchen weg und dann passt's. Komm auf Seite. Ja, was ein Betrieb hier. Schönes Auto noch, ne? Jo, hatte ich ja bei der Landwirtschaftsmesse gewonnen. Die hatten ja irgendwie so eine Verlosung anhand der Eintrittskarte oder sowas. Ich weiß auch nicht. Ja. Per Eintrittskarte, da stehen so Nummern drauf. Ja, aber... Ups. Irgendwie, ich weiß nicht. Jürgen? Die ja? Hast du gleich dieses Silo, das Hochsilo? Die Servolenkung bei dem Ford ist nicht mehr so gut. Kommt hier hin, schau. Na. Wo? Aber mit richtig rum. Zwei Mauern. Hier. Und die, genau, Mitte. Und hier. Ja. Musst du schauen, dass du hier die Durchfahrt machst. Also hier kommen die Silos hin, hier fährst du durch. Also das Durchfahren nach hinten. Mauer. Jo. Bin mal weg, muss telefonieren. Harry? Na du, ne? Ach, der mit seinem doofen Mailbox. Achso, Telefon, Bruder. Nanu, was ist da jetzt los? Hallo? Harry? Ja, du hast gesagt, ich soll dich anrufen.
Die Woche in die Woche müsste jetzt gleich vorbei sein, oder? Ja. So eine halbe Stunde noch. In-game. Hast du gehört? In-game. Ja, also bei mir sind jetzt noch ungefähr. Oder? Moment. Ja, noch 5 Minuten. Ah, okay. Ja. Ups. Gut, bis dann. Jo, ciao. Ciao. So. So. So, ja. So richtig. Ach, stimmt. Das hier habe ich ganz vergessen, den Rüssel da oben. An den habe ich gar nicht mehr gedacht. Jo, passt. Gut aus. Sieht gut aus. Wen wollte ich denn? Ich wollte gerade noch irgendjemanden anrufen wegen irgendwas. Ah, den Marlon. Gut, ich bin nochmal am Telefonieren. Jo, ciao. So langsam wird es nämlich dann hier schick. Stimmt, den Rüssel, den habe ich komplett vergessen. Ich glaube, heute komme ich nicht mehr dazu, irgendwas zu effektiv zu machen. Ich könnte. Hallo? Hallo, hier ist Herr Neumann. Ja. Und wie schaut's aus mit dem Feld? Beide sind abgeerntet. Yay! Und was kam raus? Wie viel? Das war Hafer, oder nicht? Genau, es war Harry Hafer. Das war Hafer. Witzig gemacht. Hallo! Das waren 31.200 Liter. 31.200, okay. Und was hatten Sie gesagt, was für ein Preis? Warte, Hafer. 1,8 pro 1000 Liter. 1,8 nur? Das ist gut! Dann würde ich ja fast lieber an den Hafen Süd verkaufen. Hä? 1850. Was kriegt man denn raus, wenn man das durchrechnet? Was haben Sie gesagt? 31.000? 31.200. 200 mal. Okay, schicken Sie mir 55.000, dann passt's. Marlon! Ja? Ich mache jetzt dem Dings mit Gülle voll das Fass vom. Herr Neumann. Ja. Bei mir ist der Kunde immer König. Wenn der Mitarbeiter so rumschreit, würde ich dem mal eine Schelle geben. Ich gebe dem auch gleich eine Schelle. Würde ich auch. Nicht, kann er nicht einfach hier immer bei der Verhandlung reinplatzen? Ja. Schicken Sie mir 55.000, dann passt's. 55.000, ja. Ja. Dann die Rechnung wegen Abernten mache ich Ihnen dann noch. Aber ich überweise. Hatten wir nicht gesagt, Abernten ist für Sie. Das war's, Ansehen. Nee, das war das Ansehen.
Das Ansehen haben sie gemacht, weil sie die letzte Aussaat vergeigt haben. Ja. Ja. Ach ja, stimmt, da war was mit den Ernten. Ja. Eigentlich sind wir, haben wir gesagt, sie kriegen die Ernte und dadurch entfallen die weiteren Gebühren, oder? Genau. Bis auf die Arbeiten, aber dass sie jetzt ernten und ich sie auch noch dafür bezahle, dass sie ihr eigenes Zeug ernten. Ja. Wäre ja ein bisschen doof. Ja. Ich überweise ihnen erstmal 25.000 und später noch die 30.000 drauf. Ich habe zurzeit nicht genügend Geld. Okay. Knapp bei Kasse. Okay. Nein, dann, also 25 überweisen sie jetzt sofort. Ja, genau. Und Express. Die 30, die überweise ich ihnen dann auch noch. Das schreibe ich mir auch auf, damit das nicht vergessen wird. Okay. Gut, dann machen wir es so. Jo. Okay, bis dann, danke. Bis dann. Tschüss. Moment. Tschüss. Lassen Sie die Felder erstmal brach liegen. Okay. Gut, danke, tschüss. Tschüss. Harry anrufen. Nanu, hä? Achso, Telefonklingel, Bruder. Nanu, was ist da jetzt los? Wo? Harry. Ja? Können Sie mal eine andere Mailbox-Ansage dran machen? Das nervt. Ja, muss ich mal schauen. So, was ist los? Wie viele Ballettens Setzlinge waren? Theoretisch waren das 100, glaube ich. 10. Ah, 10, ja, genau. Aber die kannst du behalten. Habe ich da was bezahlt? Ja. Habe ich. Ha? Du hast mir 10.000. Ja, okay. Sie ist eine Schenkung, passt schon. Behalt die Setzling. Gut. Kannst du meinetwegen auch nochmal verkaufen. Brauche ich jetzt nicht mehr, bin kein Förster mehr. Aufgelernt. Ja, muss ich mal schauen, vielleicht will ich sonst. Ja. Halt die mal. Okay, verdammt. Okay, gut. Gut, bis dann. Tschüss. Bis morgen. Jo. Tschüss. Ciao. Ciao. So, liebe Leute, das waren jetzt 7 Folgen am Stück, ohne Pause. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Schaut täglich 16 Uhr rein, da kommt die nächste Folge Real Farming LS19 meets Reality. Der Jürgen macht da gerade noch fertig. Die anderen sind hoffentlich auch gleich fertig. Und dann bis morgen. Tschüss.